Heute Morgen im Londoner Hyde Park. Eine Kapelle der königlichen Leibgarde sieht auf. Wenige Minuten später tritt die königliche Artillerie auf den Plan. 41 Salutschüsse zur Begrüßung des Bundespräsidenten. Der Staatsbesuch Richard von Weizsäckers bei der Queen beginnt bei tollstem Kaiserwetter. Das Maskottchen der Leibgarde, ein irischer Wolfshund, hat auch seinen Auftritt. Temperaturen um die 30 Grad machen den Leibgardisten zu schaffen. Elisabeth II. Geleitet den Bundespräsidenten per Kutsche in den Buckingham-Palast. 4 Tage dauert die Visite in Großbritannien. Weizsäcker wird außer England auch noch Wales besuchen. Größte Ehre für den Bundespräsidenten, eine Rede vor beiden Häusern des britischen Parlaments. Das dürfen nur wenige Staatsoberhäupter, zuletzt König Juan Carlos von Spanien. Und natürlich ziehen die Briten alle Register der königlichen Prachtentfaltung. Richard von Weizsäcker sprach heute in seiner ersten Ansprache von seiner Bewunderung für die ungebrochene Tradition Großbritanniens. Seien die Monarchie und das freie Volk eine glückliche Verbindung miteinander eingegangen. Der Pomp der britischen Monarchie wird den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland in den nächsten Tagen noch oft begleiten. Schon heute Abend stand ein Staatsbankett mit der Queen auf dem Programm. Übrigens konnte Richard von Weizsäcker heute eine angenehme Pflicht erfüllen. Er nämlich gratulierte dieser jungen Dame zum Geburtstag. Prinzessin Diana ist heute 25 Jahre alt geworden. Heute Morgen im Londoner Buckingham-Palast. Die Queen und Prinz Philipp nehmen Abschied vom Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Ein Staatsbesuch geht zu Ende. Richard von Weizsäcker und seine Frau Marianne werden zwar noch das Wochenende über in England bleiben und deutsche Firmen besuchen. Mit der Abfahrt im königlichen Rolls-Royce ist der offizielle Teil der glanzvollen Visite beendet. Der Bundespräsident hat insgesamt 4 Tage und 3 Nächte hier im luxuriösen Buckingham-Palast verbracht. Alle Sterbliche haben dort eigentlich keinen Zutritt. Doch der Bundespräsident, so verlautet in seiner Umgebung, habe sich im Glanz und Gloria der britischen Monarchie durchaus wohlgefühlt. Ob er sich allerdings bei Temperaturen um die 30 Grad in Klamotten wie diesen immer so wohlgefühlt hat, das steht auf einem anderen Blatt. Begonnen hatte die Staatsvisite des Bundespräsidenten am Dienstagmorgen. Salutschüsse im Hyde Park beim Eintreffen von Weizsäcker. Später die ganze Pracht des höfischen Zeremoniells beim Aufmarsch der Leibgardisten. Vorfahrt in der Kutsche. Sicher ein besonderes Erlebnis für den Gast aus dem nüchternen Bonn, der als Geschenk für die Queen eine metergroße Blumenvase und für Charles und Diana eine Gartenmöbelgarnitur im Gepäck hatte. Der politisch wichtigste Tag dieses Staatsbesuches war vorgestern, als der Bundespräsident unter den Augen vieler Touristen den Buckingham-Palast erneut per Kutsche in Richtung Parlament verließ. Das Kaiserwetter stimmte auch fröhlich. Der Außenminister begleitete den Bundespräsidenten auf dem Wege zum Parlament. Die Kutschenprozession, ein prächtiger Anblick. Weniger erfreut waren allerdings Londons Autofahrer, die wegen der Absperrungen oft in endlosen Staus stecken blieben. Vor den beiden Kammern des noch vor 40 Jahren von deutschen Bomben beschädigten Parlaments forderte von Weizsäcker in einer vielbeachteten Rede die Europäer auf, mehr Selbstbewusstsein und Einigkeit zu entwickeln. Das Europaparlament müsse mehr Befugnisse erhalten, meinte von Weizsäcker. Erstaunlicherweise zeigte Premierministerin Thatcher, die genug in Europa gebremst hat, Begeisterung für von Weizsäckers Europa-Enthusiasmus. Auch sie sprach von der Notwendigkeit eines einigen Europas und nannte die Rede des Bundespräsidenten wörtlich brillant. Brilliant. Es scheint, als habe Weizsäcker in politischen Kreisen Großbritanniens durch seine offene Art, Probleme anzusprechen, Eindruck gemacht. Die britischen Medien beachteten die Visite zwar eher auf Sparflamme,
Doch die Politiker des Vereinigten Königreiches sparten nicht mit Anerkennung für Richard von Weizsäcker. Ja, mach ich.